Liebe Bürgerinnen und Bürger, zum 27. Mal begrüße ich Sie heute hier aus dem Rathaus live zu unserem Livestream und möchte Sie informieren über Dinge, die in unserer Stadt passieren. Die Zeit vergeht und ich habe eine ganze Weile gebraucht und wir haben eine ganze Weile gewartet, wieder Sie anzusprechen, zu informieren, was in unserer Stadt so passiert. Heute geht es inhaltlich mal etwas anderes. Wir haben uns überlegt, dass Sie wichtige Themen unserer Gesellschaften, darüber möchten wir Sie gern informieren, dass wir Sie darüber informieren. Wie Sie wissen, sind wir 100%iger Gesellschafter von drei Firmen, den Stadtwerken, dem Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz GmbH und der Städtischen Wohnungsgesellschaft. Und ich möchte und muss Sie heute über verschiedene Entwicklungen informieren. Doch beginnen möchte ich wieder, wie schon die ganze Zeit, mit der Entwicklung der Pandemie, weil das auch in einem ziemlich engen Zusammenhang steht. Aktuelle Entwicklung zum Infektionsgeschehen lässt etwas Hoffnung aufkommen. Die Belegung in den Krankenhäusern ist zurzeit relativ normal, obwohl die Infektionszahlen steigen. Das ist genauso bei uns wie in vielen anderen Ländern dieser Erde. Die Variante Omikron lässt etwas mehr zu. Als Erzgebirgskreis bewegen wir uns seit einiger Zeit am unteren Ende der Infektionsstatistiken. Und das, obwohl die Impfquote noch immer unter 50% liegt. Im Unterschied zu der Zeit, als bei uns die Inzidenz so hoch war wie jetzt in anderen Landesteilen, gibt es dazu keine ausführliche Berichterstattung. Und die Frage, an was das wohl liegt, wird jetzt nicht mehr gestellt. Damals wussten alle, und ich meine die Medien ganz genau, es liegt an der niedrigen Impfquote. Und jeder zeigte mit dem Finger auf das Erzgebirge. Sämtliche Sender gaben sich die Klinke in die Hand und erklärten der ganzen Bundesrepublik, woran es bei uns im Erzgebirge oder generell in Sachsen liegt. Es liegt an den Impfverweigerern, den Querdenkern und den Hinterwäldlern aus der Provinz und die vielen Nazis sind auch ein Grund. Ich vermute, die haben ja jetzt alle nach Bremen geschickt. Damals war das ein Musterbeispiel. Dort ist trotz höchster Impfquote die Inzidenz bis vor kurzem am höchsten. Verzeihen Sie mir den Sarkasmus. Es wäre doch an der Zeit, endlich einzugestehen, dass wir nach über 2 Jahren Corona-Pandemie nicht wissen, warum sich manches so entwickelt und wie es sich entwickelt. Wir nicht wissen, welche Maßnahmen wie wirken. Ich finde, dieses Eingeständnis ist überfällig und wäre völlig normal. Jedenfalls normaler, als an Maßnahmen festzuhalten, die nachweislich keine Wirkung haben. Zum Beispiel Schul- und Kita-Schließungen. Aus meiner Sicht ist es an der Zeit, Maßnahmen aufzuheben, die Freiheit der Bürger einschränken. Es ist an der Zeit, der Spaltung Einhalt zu gebieten. Es ist an der Zeit, zu lernen, mit diesem Virus umzugehen. Es ist auch an der Zeit, auf andere Stimmen der Wissenschaft zu hören und eben nicht mehr nur noch auf eine begrenzte und ausgewählte Anzahl von Virologen. Die verordneten Maßnahmen haben Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens, begonnen bei den Kindern bis zu den Bewohnern in den Pflege- und Altenheimen. Es ist an der Zeit, auch diese Folgen und Auswirkungen mit zu berücksichtigen und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Es gibt Wirtschaftswissenschaftler, es gibt Psychologen, es gibt Kinderpsychologen, es gibt Kultur- und Gesellschaftswissenschaftler. Ich habe manchmal das Gefühl, die Entscheider sitzen in einer Blase mit immer den gleichen Beratern und lassen nichts und niemand mehr in diese Blase hinein. Es ist an der Zeit, den Menschen Hoffnung zu geben und sie nicht weiter zu verunsichern, zu verängstigen oder ihnen gar zu drohen. In den letzten 2 Jahren hat jeder seinen Beitrag geleistet. Angefangen von Einschränkungen der persönlichen Freiheit über den Verzicht auf Dinge, die normal wären. Ich spreche von Reisen, von Veranstaltungen, selbst Heimbesuche und Trauerveranstaltungen. Der Großteil der Menschen hat all diese Einschränkungen mitgetragen, weil niemand wusste, was auf uns zukommt und mit welchen Auswirkungen wir rechnen mussten. Ich erinnere an die Pflegekräfte, die Krankenschwestern und Ärzte, die beklatscht wurden für ihren Einsatz, als es noch keinen Impfstoff gab. Sie haben sich aufgeopfert und ihre Arbeit getan. Einen Teil genau dieser Pflegekräfte wird jetzt gedroht und sie werden von denen beschimpft, falsch an dieser Stelle zu sein und sowieso nicht geeignet,
für diesen Job, weil sie aus welchen Gründen auch immer sie sich nicht impfen lassen. Und genau von denen, die damals geklatscht haben, welch eine Falschheit. Das Thema Impfpflicht für Pflegekräfte beschäftigt uns sehr. Wir sind als Stadt Annaberg Buchholz 100%iger Gesellschafter des Wohn- und Pflegezentrums Annaberg und auch Mitgesellschafter der Pflegeeinrichtung am Schattenberg. Ich habe für unsere Stadt eine Umfrage für all in diesem Bereich tätigen Firmen und Einrichtungen in Auftrag gegeben. Betrifft Ärzte, Arztpraxen, Physio-Einrichtungen, Pflegebetriebe und so weiter. Es gab eine große Anzahl von Rückmeldungen. Und sollte es eine Umsetzung des Gesetzes zur Impfpflicht für Pflegekräfte kommen, hätte das für unsere Stadt fatale Auswirkungen. Die Rückmeldungen aus den meisten Einrichtungen zeigen deutlich, dass eine Schließung nicht zu vermeiden wäre. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter würde ein Betretungsverbot für ihre Arbeitsstelle erhalten. Aufgeschlüsselt nach Praxen, wie zum Beispiel Zahnärzte, wäre es noch viel dramatischer. Eine Versorgung wäre damit nicht mehr gewährleistet. Diese Zahlen decken sich mit denen über den gesamten Erzgebirgskreis und meines Wissens nach auch über Sachsen. Wie um aller Welt kann ich dann ruhigen Gewissens eine Umsetzung des Gesetzes fordern? Sollen dann die Patienten und Bewohner alle nach Hause geschickt werden? Oder schieben wir die Pflegebetten dann einfach vor die entsprechenden Ämter? Wir werden den Beschäftigten unserer Einrichtung das Signal geben, dass wir alles dafür tun, solch eine Situation zu verhindern. Und natürlich auch für die Angehörigen. Auch der Landkreis vertritt inzwischen diese Position, worüber ich recht froh bin. Und wir sind auch in enger Abstimmung mit den Bürgermeistern des Landkreises, die hier so ziemlich auf einer Linie sind. Die Menschen in unseren Städten und Gemeinden dürfen und sie können auch erwarten, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Ansprechpartner und Interessenvertreter für alle sind. Für alle, die einen konstruktiven Meinungsaustausch auf der Grundlage unseres demokratischen Rechtsstaates pflegen. Für die Geimpften, die Kranken, die Genesenen und die Nicht-Geimpften. Und wir sind deshalb über die Äußerungen der zuständigen Gesundheitsministerin in der vergangenen Woche über eine vermeintliche Unregierbarkeit von Teilen Sachsen, die auch aus dem Agieren von Bürgermeisterkollegen resultieren soll, mehr als irritiert, um nicht zu sagen, stinksauer. Wenn eine Ministerin öffentlich bekannt gibt, dass Teile des Landes nicht mehr regierbar seien, muss sie sich die Frage gefallen lassen, ob dieses Amt für sie noch das Richtige ist. Bis hierher möchte ich das Thema Corona und Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen belassen. Und ich hoffe, dass die Entscheidungen getroffen werden, die uns allen weiterhelfen und die richtigen sind. Das zweite Thema, was uns aktuell unglaublich beschäftigt, ist das Thema Energiepreisentwicklung. Und es beschäftigt uns deshalb, ich habe es Ihnen Anfang bereits genannt, wir sind 100%iger Gesellschafter der Stadtwerke Annaberg Buchholz GmbH und AG. Die Energiepreisentwicklung hat aktuell Auswirkungen auf alle Verbraucher dieser Stadt, dieses Landes und auf jeden Einzelnen. Und deshalb finde ich, ist es notwendig, Sie darüber zu informieren, wo steht an dieser Stelle unser lokaler Versorger, wo stehen die Stadtwerke und welche Auswirkungen hat das alles auf Sie? Viele von Ihnen haben die Jahresabrechnung Ihrer Energieversorger erhalten, Preiserhöhungen sind auch bereits angekündigt, sind vollzogen oder sie werden erwartet. Und Preiserhöhungen sind immer ein schwieriges Thema. Manche trifft es besonders hart und ich möchte versuchen, Ihnen ein paar Zusammenhänge zu erklären. Zum Beispiel die Preisentwicklung letzter Zeit. Wenn ich das Beispiel Gaspreise nenne, dann ist seit Januar 2021 eine Preiserhöhung beim Einkauf für Gas zu verzeichnen in Höhe von 600%. 600% mehr mussten die Stadtwerke als Energieversorger bei ihrem Vorlieferanten bezahlen, um Gas einzukaufen. Und das betrifft den Strom genauso. Hier entwickelt sich das alles ähnlich. Die Stadtwerke haben reagiert. Sie unternehmen alles, um die Auswirkungen zu dämpfen. Es gibt verschiedene veränderte Bedingungen an den einzelnen Standorten, an denen wir zum Beispiel Fernwärme produzieren oder auch andere Dinge. Aus meiner Sicht gibt es verschiedene Gründe. Ein großer Grund, den ich sehe, sind geopolitische Entwicklungen. Mit Antritt der neuen Regierung und den Aussagen beim Ausstieg der Kernenergie zu bleiben
und den Nord Stream 2 in Frage zu stellen, im Ukraine-Konflikt eine gelinde gesagt merkwürdige Rolle zu spielen, indem man nicht mit Russland nach Lösungen sucht, sondern gegen Russland. Da hat Deutschland Signale gesendet, die katastrophal sind. Die Folgen spüren wir jetzt und wir sind damit gerade einmal am Anfang eines viel, viel größeren Problems. Ich finde, das ist ein Teil des Problems. Aber wo bleibt hier der Aufschrei der Grünen in Bezug nehmend auf den Klimaschutz, wenn die Folge dieser Politik ist, dass wir Fracking-Gas aus Amerika kaufen sollen und müssen oder Kernkraftstrom aus Frankreich beziehen müssen? Wir befolgen und vertreten alles. Wir vertreten nur nicht die Interessen unseres Landes oder unserer Bürger. Die Aussage unserer Außenministerin, wir sind bereit, einen wirtschaftlichen Schaden zu akzeptieren, zeugt aus meiner Sicht davon, dass ihr überhaupt nicht klar ist, welchen Schaden wir nehmen. Jeder Einzelne, sonst würde man solche Aussagen nicht machen. Ich frage mich, wenn auf den Wahlplakaten vor der Bundestagswahl gestanden hätte, durch unsere Politik wird Energie ein teures Gut und manche werden frieren oder wir positionieren uns nicht im Ukraine-Konflikt und stehen nicht mehr zu den Zusagen an Russland, was die NATO betrifft, wäre die Wahl dann auch so ausgegangen? Das ist rein hypothetisch. Der größte Profiteur der aktuell extrem hohen Energiepreise ist der Bund. Und er nimmt Steuern und Abgaben ein, die sich natürlich immer erhöhen, je höher der Energiepreis wird. Deshalb habe ich große Zweifel, ob die in Aussicht gestellte Abschaffung der EEG-Umlage stattfinden wird. Ich würde Ihnen das kurz erläutern. Die EEG-Umlage, die Einspeisung erneuerbarer Energien mitfinanziert, ist in etwa in Höhe von 6 Cent pro Kilowattstunde im Moment Bestandteil des Gesamtpreises. Wenn wir das jetzt abschaffen würde, dann würde die Preiserhöhung für den Endverbraucher ein ganzes Stück abgefedert und sie würde auf jeden Fall eine deutliche Entlastung für uns bedeuten. Sie würde einen Teil der Erhöhung abfangen. Aber ich glaube und ich habe große Zweifel daran, dass das umgesetzt wird. Es würde uns auf jeden Fall helfen. Am Beispiel unserer Stadtwerke als Energielieferant will ich Ihnen mal versuchen, das Problem etwas zu verdeutlichen, was wir aktuell haben. Der Kunde X war froh, einen günstigen Stromanbieter gefunden zu haben und wechselte schon immer wieder mal seinen Lieferanten. Der letzte Lieferant, ein Discountanbieter, nennen wir ihn einfach mal Stromschnell, konnte die niedrigen Preise nicht mehr halten, da er nichts auf Vorrat gekauft hat, sondern mit Tagespreisen gezockt hat. Kunde X wurde gekündigt. Nein, die Firma Stromschnell ging sogar pleite. Aber der Kunde braucht trotzdem Strom. In diesem Fall springen die Grundversorger seines Wohnortes ein, hier unsere Stadtwerke. Die nehmen eine Ersatzversorgung vor. Denn wenn der Lieferant wegfällt, der Kunde in seiner Wohnung, entnimmt er trotzdem Strom, obwohl er keinen Lieferanten mehr hat. Die langjährigen Kunden der Stadtwerke und ihre Treue sorgen dafür, dass die Stadtwerke langfristige Lieferverträge zu günstigen Konditionen abschließen konnten und so die Preise stabil halten können. Es wird eine Gesamtmenge an Strom und Gas über Jahres- und Mehrjahresverträge gekauft. Und einen geringen Teil an Strom und Gas wird über den sogenannten Spotmarkt, also über Tagespreise, gekauft, mit dem Risiko der Preisschwankungen. Ist aber nötig, weil der gesamte Verbrauch kann nie zu 100% vorher genau vorausgesagt werden. Wenn also Kunden wie jetzt in größerer Anzahl in die Grundversorgung, in die Ersatzversorgung der Stadtwerke fallen, aktuell reden wir von 300 Kunden, die als in die Grundversorgung gefallen sind, weil Billiganbieter nicht mehr liefern können, dann müssen sie Preise bezahlen, die am Spotmarkt verlangt werden. Aktuell so um die 50 Cent pro Kilowattstunde im Strom, statt der Tarifpreise von langjährigen Kunden, die etwa um 24 Cent aktuell liegen. Wenn wir die Neukunden so behandeln würden wie unsere Tarifkunden und Bestandskunden, dann müssten alle dafür mitbezahlen und alle bekommen eine extrem höhere Preiserhöhung als die jetzt schon notwendig gewordenen. Es reicht ja die eingekaufte Menge nicht. Wenn dann kein Vertrag zustande kommt, erfolgt die Ersatzversorgung, die ist etwas höher noch als die Grundversorgung. Mit diesen Begriffen wird viel hantiert im Moment und ich versuche Ihnen das einfach mal zu erläutern. Das ganze Thema ist unglaublich komplex. Man sollte für sich wissen, wo man was einordnen, wo Ursachen liegen für Preiserhöhungen.
definitiv nicht in der Gewinnmaximierung unserer Stadtwerke oder der Energieversorger. Wir haben hier ein ganz anderes Problem. Unsere Stadtwerke stehen jederzeit für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Bitte scheuen Sie sich nicht, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und um Auskunft zu bitten. Das waren die zwei Hauptthemen unserer Gesellschafter. Ich habe noch ein paar andere Themen heute, auch was Positives ist zu berichten. Wir haben den vorhandenen, die Kooperationsvereinbarung, die schon vorhanden war mit der Uni Chemnitz, neu geschlossen, erweitert. Es besteht seit 2018, diese Vereinbarung. Die Idee, die dahinter war, durch die Ansiedlung von höherer Bildung und Forschung in unserer Stadt, der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Und jetzt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, was vergangene Woche passiert ist, wird vieles noch konkretisiert. Über den Mietvertrag mit der TU Chemnitz hatte ich berichtet und nun wird es konkreter. Wir wollen dauerhaft einen international führenden Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungsstandort etablieren. Gemeinsam soll mit vielen weiteren Partnern einschließlich der Deutschen Bahn und ihrer Tochterunternehmen zur digitalisierten, vernetzten, automatisierten und nachhaltigen Mobilität geforscht werden. Es sollen Innovationen generiert werden, die auch einen erfolgreichen Wandel hier in unserer Region ermöglichen. Und die TU Chemnitz wird dafür künftig in Annaberg-Buchholz Arbeitsplätze für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen. Und zudem ist die Universität zuständig unter anderem für die Planung und Koordination des Aufbaus einer 5G-Forschungsinfrastruktur entlang der Teststrecke zwischen Annaberg und Schwarzenberg. Und vorgesehen sind darüber hinaus der Bau einer Forschungshalle sowie die Ausrüstung eines Forschungszuges. Wir als Stadt Annaberg-Buchholz verantworten die Entwicklung des im Eigentum der Stadt stehenden Bahnhofsgebäudes mit all der vorgelagerten öffentlichen Infrastruktur zum zentralen Campusstandort, in dem die TU Chemnitz und die Netzwerkplattform SRCC angesiedelt werden sollen. Und in weiteren Bauabschnitten soll ein Innovations- und Gründerzentrum als Teil des Standortclusters im Rahmen des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft entstehen. Das wäre der vordere Bau am Bahnhofsgebäude. Dort hat uns die Bundesregierung Förderung zugesagt und auch dieses Zentrum dort einzurichten. Und ein digitales Schulungszentrum der Deutschen Bahn Netz AG soll dazukommen. Das soll in dem mittleren Bau des Bahnhofsgebäudes errichtet werden. Im Oktober 2021 konnten wir Richtfest am nördlichen Kopfbau feiern und die Baumaßnahmen und Fertigstellungen schreiten täglich voran. Und das ist aus meiner Sicht eine äußerst positive Entwicklung. Ich freue mich drauf, wenn zum Mitte des Jahres die Baustelle abgeschlossen werden kann und zum Ende des Jahres dann hoffentlich die ersten Studenten und Professoren einziehen und es kommt Leben in dieses Gebäude. Ein vierter Punkt, über den ich Sie gerne heute informieren möchte, ist die neue Vergabe der Pacht für unser Berghotel Pöhlberg. Wie Sie wissen, haben wir im eigenen Bestand drei solche Einrichtungen. Das ist der Frohnauer Hammer mit seiner Gaststätte, das ist der Rotzkeller oder Neinerlei als Gaststätte und das Berghotel Pöhlberg. Die Pacht, der Pachtvertrag, der alte, war ausgelaufen. Es erfolgte eine Ausschreibung, die ist zwingend gewesen. Und wir haben uns dann das so vorgestellt, eine Ausschreibung zu initiieren, die wir dann, die Bewerber dann ausgewählt werden und mit einer Arbeitsgruppe, die sich damit befasst, sozusagen eine Vergleichbarkeit der Angebote hergestellt werden kann. Und diese Arbeitsgruppe wurde mit externen Fachleuten unter anderem auch besetzt. Verwaltung war Bestandteil dieser Arbeitsgruppe, Stadträte und externe Fachleute von der DEHUGA zum Beispiel oder vom Tourismusverband Erzgebirge. Wir hatten unterschiedliche Bewerber, insgesamt drei. Die Vergabe sollte dann durch den Stadtrat erfolgen. Die Basis und die Grundlage für die Vergabe war das Konzept und Investitionen des Bewerbers. Also was hat er da oben vor, was würde uns weiterbringen? Unser Ziel war die Erhöhung der Attraktivität des Areals und eine Qualitätsverbesserung eben durch Investitionen der Stadt und des Pächters. Es gab, wie gesagt, drei Bewerber und nach ausführlicher Diskussion hat sich der Stadtrat in geheimer Abstimmung für den Bewerber Hotel- und Gastronomiebetriebe Deckert GmbH entschieden. Der alte Pächter ist der neue Pächter. Die Pacht gilt vom 1.3.2022 bis zum 28.2.2022.
32, also 10 Jahre. Das ist Planungssicherheit für den Pächter, das ist Planungssicherheit für den Verpächter. So, nun muss man nur noch das umfangreiche Konzept angehen, was der Bewerber vorgelegt hat. Wir werden sowohl als Stadt als auch der Pächter viel zu tun haben. Bei uns liegt hauptsächlich die Investition in den Küchentrakt. Dort brauchen wir dringende Investitionen, die werden nicht gering sein, sodass wir eine wunderbare Möglichkeit haben, unsere Touristen zu begrüßen, unsere Gäste zu bewirten. Und ich hoffe, wir werden das gemeinsam mit dem neuen Pächter hinbekommen. Nächster Punkt, Baustellen in dieser Stadt. Und das Jahr 2022 scheint doch ein ziemlich intensives Baujahr zu werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei manchen schon wieder die Augen nach oben rollen. Es geht um Sperrungen, es geht um Behinderungen, um Geduld und das, was nun mit jeder Baustelle, gerade im Straßenbaubereich, zusammenhängt. Die ersten Maßnahmen stehen unmittelbar bevor, beziehungsweise haben schon begonnen. Sie haben mitbekommen, die Bruno-Mattes-Straße, die B101, ist in Angriff genommen worden. Diese Baustelle wird uns über einen langen Zeitraum begleiten. Der Gebäudeabriss des einen Hauses hat begonnen und wir haben derzeit eine Vollsperrung auf der 101. Das bedeutet, es gibt Änderungen in der Busfahrlinie, dass der Stadtverkehr Linien A und B und C und D. Aktuell fahren die Stadtverkehrlinien A und B nicht den Markt in Annaberg an. Die Linien C und D fahren zum Markt. Ein Umsteigen zum Markt von Linie A und B in die Linien C und D ist auf der Geiersdorfer Straße möglich. Diese Regelung gilt erstmal nur bis zum 27.02. Danach beginnt der Bauabschnitt Vollsperrung Kreisverkehr. All das ist ein unglaublich umfangreiche Baumaßnahme, die wir da vor uns haben. Ich kann derzeit noch keine genauen Angaben machen, wie dann der Verkehr des Stadtverkehrs geregelt wird. Wir sind damit in Abstimmung mit der RVE. Auch die jetzige Verkehrsführung war schon mal anders abgestimmt. Durch winterliche Bedingungen konnte die RVE verschiedene Punkte nicht so umsetzen, wie das vorher mal abgestimmt war. Ich hoffe, das kommt dann anders wieder zur Geltung. Es folgen dann auch Baumfeldarbeiten zur Baufeldfreimachung und unmittelbar danach, wenn die Witterung mitspielt, werden die Tiefbauarbeiten im Bereich des Kreisverkehrs beginnen. Die Bauzeit erstreckt sich insgesamt bis Herbst 2023. Es handelt sich hierbei um eine koordinierte Baumaßnahme, sodass auch Kanäle und Versorgungsleitungen mit erneuert werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Errichtung von Stützbauwerken entlang der Strecke, die eine dauerhafte Standsicherheit des Abschnittes sichert. Das ist ein Thema, was wir in dieser Stadt in großem Umfang haben. Stützmauern, die irgendwann dann mal gebaut werden müssen. Kostet unglaublich viel Geld, kostet viel Zeit und man sieht hinterher nicht viel was anderes als vorher. Ebenfalls unmittelbar bevorsteht der Beginn der Baumaßnahme Ausbau alte Poststraße und Umfeld. Eine Baumaßnahme, auf die die Anwohner schon viele, viele Jahre gewartet haben, auf die wir immer wieder vertrösten mussten, dass es irgendwann mal beginnt. Wir sind nun soweit, die Baumaßnahme beginnt. Hier wird ebenfalls koordiniert in diesem Jahr der Zechenweg und der Zechensteig ausgebaut. Und in diesem Zusammenhang stehen auch Kanalbauarbeiten vom Schutzdeich bis zur B95 in den nächsten Wochen. Also auch dort, wenn Sie dort Baugeräte und Bauleute sehen, Zusammenhang besteht mit dem Ausbau der alten Poststraße und alles, was drumherum ist. Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der alten Poststraße wird im Vorfeld der Bautätigkeit die alte Karlsbader Straße etwas ertüchtigt. Für die zweite Jahreshälfte steht der weitere Ausbau der Straße der Einheit auf dem Programm. Im Stadtteil Buchholz werden wir in diesem Jahr die Marktstraße und den Rathausplatz ausbauen. Ebenfalls ausgebaut wird der Rosenweg. Für die Schlettauer Straße zwischen Bergstraße und Silberstraße ist eine Deckensanierung vorgesehen. Auch bei der Buchholzer Straße geht es weiter. Sie merken, es ist heute etwas umfangreicher. In diesem Jahr stehen die Bauarbeiten in den Stützmauern der Zickzackpromenade an. Im Bereich des unteren Bahnhofs laufen die Sanierungsarbeiten am hinteren Kopfbau. Mitte des Jahres werden wir hier die Träume beziehen, das hatte ich Ihnen bereits gesagt. Ebenfalls im Bereich des unteren Bahnhofs finden Arbeiten zur Errichtung einer Mobilitätsschnittstelle statt, also dort, wo Bus und Bahn sich begegnen. Und im Wohngebiet Alte Königswalder Straße in Geiersdorf wird eine Lärmschutzwand errichtet und der Straßenbau abgeschlossen. Soweit erstmal zu den Baumaßnahmen. Ich glaube, das ist auch etwas reichlich.
Ein sechster Punkt sind Ferienangebote. Nächste Woche beginnen die Winterferien. Und wir haben eine ganze Reihe von Angeboten auf die Beine stellen können. Und bitte informieren Sie sich im Stadtanzeiger. Ich zähle die jetzt nicht alle auf. Da geht jetzt raus. Bitte melden Sie sich an. Es sind wundervolle Angebote dabei. Ich glaube, für jeden etwas. Und Sie finden bestimmt auch etwas für Ihre Kinder, was Sie in den Ferien dann anstellen können. Und einen letzten Punkt, den ich hier heute noch benennen möchte. 7 Jahre Amtszeit eines Oberbürgermeisters sind vorbei. Und am 20. März diesen Jahres findet eine Wahl zum Oberbürgermeister in dieser Kreisstadt statt. Es ist ein anderer Termin als viele meiner Amtskollegen oder der Landrat. Das hängt damit zusammen, dass meine Vorgängerin damals ja nach Dresden als Ministerin berufen wurde und so dieser Zeitrhythmus von 7 Jahren sich etwas verschoben hat. Also bin ich nur einer, der an diesem Tag, am 20. März diesen Jahres, zur Wahl steht, also dieses Amt. Und es ist auch nur ein Kandidat, der zur Wahl steht. Ich muss zugeben, ich war nicht recht traurig. Es gibt keine weiteren Kandidaten. Das führt dazu, dass man dann sich fragt, macht es dann überhaupt Sinn, wählen zu gehen? Und ich möchte Sie bitten, gehen Sie wählen. Es geht darum, ob das, was wir hier tun, also nicht nur ich, das gehört ja eine ganze Mannschaft dazu, da gehört ein Stadtrat dazu, da gehören viele fleißige Hände vor und hinter den Kulissen dazu. Ist der Weg der richtige? Das wäre aus meiner Sicht die Bitte an Sie, dass Sie Ihr Votum abgeben, ob der Weg richtig ist, den wir betreiben und für den wir uns entschieden haben. Ich habe mich Mitte des Jahres, vergangenen Jahres entschieden, noch einmal zu kandidieren. Ich habe dort lange nachgedacht und überlegt, ob das richtig ist. Es ist ja nicht nur viel Freude dabei. Ich mache diesen Job unglaublich gerne, das gebe ich zu. Aber es ist auch Auseinandersetzung, es sind knifflige Dinge und ich hätte mir nie träumen lassen, dass man 2 Jahre Pandemie, ein Virus, der alles lähmt, dass man damit umgehen muss und dass mich das in diesem Amt beschäftigt. War nicht zu erwarten, aber nichtsdestotrotz. Wir haben viele Dinge in Angriff genommen. Viele Dinge sind begonnen und ich würde die gern fertigstellen oder weiterführen. Und mit Ihrem Votum würden Sie meine Arbeit unterstützen. Es findet ein Wahlkampf in etwas anderer Form statt. Der damalige Wahlkampf war äußerst intensiv. Der jetzige wird halt etwas anders sein. Sie werden mich doch auf Plakaten und Flyern sehen und immer mit der Bitte verbunden, gehen Sie wählen und geben Sie Ihr Votum. Wenn möglich, natürlich für mich. Vielen Dank. Es gibt erste Fragen aus dem Live-Chat, die vorab schon auf unserer Facebook-Seite gestellt wurden. Und da fragt zum Beispiel ein Ephraim Bernhard, wie sieht es mit dem Projekt für die eigene Hochschule aus, in Klammern im alten Angymnasium? Haben sich die Pläne dafür schon konkretisiert? Ab wann wird mit der Eröffnung geplant und welche Fachrichtungen und wie viele Studienplätze sind angedacht? Herr Bernhard, ich würde Sie gerne auf den 15.03. diesen Jahres vertrösten wollen. Dort findet nämlich eine Pressekonferenz statt und wir ganz explizit und ganz genau darüber berichten, was wir dort vorhaben. So viel kann ich Ihnen sagen, das Angymnasium wird es nicht als Standort werden. Aber wir haben eine andere Lösung gefunden und es wird eine Hochschule nach Annaberg kommen. Bitte seien Sie gespannt und schauen Sie am 15.03. in unsere Pressekonferenz, natürlich danach in die Zeitung oder in unsere Medien. Ute Wolf fragt, was passiert mit dem Penny im Wohngebiet und wann öffnet die Spitze wieder? Für die, die das nicht kennen, das Restaurant oder der Treff zur Spitze im Wohngebiet ist eine Einrichtung, in der Essen ausgereicht wurde, in dem man sich treffen konnte, in dem Kulturveranstaltungen stattgefunden haben, die aber zurzeit geschlossen ist. Wir sind aktuell mit allen Beteiligten, sprich mit dem Betreiber, das ist das Wohn- und Pflegezentrum Annaberg, mit dem Seniorenbeirat oder mit anderen Beteiligten dabei, dieses Angebot wieder auf ordentliche Füße zu stellen, sodass es dort weitergeht. Was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren etwas ein Problem war, das war die Akzeptanz und die Inanspruchnahme dieser Einrichtung. Und ich fände es wirklich richtig gut, wenn wir diese Einrichtung wieder ins Laufen bekommen würden und wenn viele Besucher das nutzen würden. Also gehen wir mal davon aus, wir stellen es wieder auf die Beine. Alex Ehrlich fragt, wann wird der Kätplatz saniert? Gibt es schon Pläne? Die Pläne gab es und wir mussten die fürs Erste verwerfen, weil es einfach
finanziell uns überfordert hätte. Wir sanieren im Moment die Trafostation, die ja notwendig ist, wenn wir KET betreiben. Das ist ein unglaublicher Stromverbrauch. Wir haben die Beleuchtung erneuert. Aber alles, was mit der Platzsanierung zusammenhängt, geht, ich möchte schon fast sagen, ins Unermessliche. Wir müssten unterirdisch riesen Regenfangbecken bauen. Die Abwasserentsorgung ist dort ein Problem. Und natürlich ist der Platz in einer Fläche vorhanden, was uns finanzielle Mittel kosten würde, die wir momentan nicht darstellen können. Wir werden immer wieder versuchen, den KET-Platz so gut wie möglich zu reparieren, sodass die KET stattfinden kann. Aber einen genauen Plan zur kompletten Sanierung kann ich Ihnen im Moment nicht geben. Das waren die Fragen, die ich aktuell hatte. Gibt es weitere? Keine. Dann sind wir heute genau bei einer halben Stunde. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme und hoffe, Sie kommen gut über die Zeit. Vielleicht melde ich mich nochmal vor der Wahl. Vielen Dank und einen schönen Abend.